Aber sobald dann die Ausbildung vorbei war und man dann fest auf der Arbeit war, das war dann nice. Weil dann fing man auch an, dann richtig Geld zu verdienen, das erste Mal, ne? Dann scheppert es auf einmal richtig in der Portokasse und man denkt so, holy shit, wer will was von mir? Alter, ich schmeiß die Fuffis in den Club. So. Und heutzutage denkst du dir dann wieder so, boah, Digga, reicht gerade so zum Miete zahlen, zum Auto tanken, zum Einkaufen. Ja, kannst du vielleicht noch ein bisschen was auf die Seite legen? Dann denke ich mir so, ja, Alter, irgendwie, weiß ich nicht, ist dieses ganze System irgendwie nicht so das, was, ist nicht so das Wahre irgendwie. Wenn man das so mit anderen Sachen vergleicht, sag ich mal. Weil ich sehe halt jetzt so im Vergleich, was hartes, anstrengendes Arbeiten angeht und wie man dafür entlohnt wird, im Gegenzug zu dem, was ja ansatzweise große Influencer verdienen müssen für eine Arbeit, die halt ein Bruchteil von dem so anstrengend ist, wie von dem, was ja die meisten von uns da draußen machen, so, ne? Und dann denke ich mir so, boah, Alter, ist eigentlich verrückt, dass man halt sein Geld heutzutage einfach mit so viel weniger Aufwand verdienen kann, als, keine Ahnung, seit Kleinkind immer so von seinen Eltern so vorgeredet bekommt, ja, hier, du musst Schule machen, das, was aus dir wird, da musst du, ne, erfolgreich sein und hier Abschluss, da Ausbildung und dann kannst du so den Weg gehen und dann denkst du dir so, solange du das denn machst, ne, und nichts anderes im Ausblick hast, ist das auch irgendwo der Weg, aber irgendwo denkst du dir so, ach, aber das kann es doch nicht sein bis zur Rente irgendwann, ne, aber für die meisten ist es ja so. So. Und dann, ja, wie gesagt, sieht man halt eben, ne, so ansatzweise als Selbstinfluencer halt so, ne, was so bei rumkommen kann, ne, mit allem, was man so macht, mit allem Pipapo, mit YouTube-Werbeeinnahmen, mit, was weiß ich, so Sponsoring, Holy, Creator Code etc. und so, ne, was man da bekommt, im Gegenzug zu dem, was man eigentlich leistet. Und wie gesagt, ich würde mich selbst halt auch noch als extrem kleinen Influencer sehen, so, ne? Also ich bin ja wirklich keine Größe in Bezug auf Deutschland gesehen, so sage ich jetzt mal. Und da kann man sich nur wirklich nur im Entferntesten vorstellen, wie verrückt das eigentlich ist, dass halt die Leute so täglich auf den Bau gehen oder in der Pflege und halt so körperlich anstrengende Arbeit machen. Und dass halt so wenig entlohnt wird, im Gegenzug zu, ja, ne, was halt so Leute in der Öffentlichkeit machen. Influencer werden rich und dann depressiv. Ja, das würde ich. Also, ich weiß, was du mit der Aussage meinst, so. Dass halt, ja, weiß ich nicht, dass viele so in ein Loch fallen, wenn sie vielleicht mal irgendwann alles haben oder so, ne. Aber dann sind die auch schon so vom Mindset her schon von vornherein, vorher auch schon so verankert, dass die für sowas eher anfälliger sind, sag ich mal. Ne? Dass du, keine Ahnung, mit dem Erfolg vielleicht nicht umgehen kannst und dann in eine Depression fällst, weil du keine Ziele mehr hast oder so, auf die du hinarbeitest oder so. Wenn du das nicht verarbeitet kriegst, du musst ja halt dann, wenn du mal in so einer Situation sein magst, ne? Ist heute sehr Real Talk-lastig hier, ne? Ich hoffe aber, euch stört das nicht. Wenn du denn irgendwann mal in so einer Situation bist, sagen zu können, du hast alles, du musst dir nicht mehr Sorgen darum machen, dass du nochmal irgendwie arbeiten gehen musst oder so. Ja, du hast keinen Arbeitgeber über dir und bist quasi dein eigener Chef, du kannst machen, was du willst. Wenn du in der Position dann von dir selbst sagst, ich bin unzufrieden, dann liegt das zu 100% an dir selbst. Weil dann musst du dir immer wieder mal bewusst machen, in was für einer Situation du bist, wie gut es dir eigentlich geht, wie schlecht es anderen geht ja, im Vergleich zu dir. Und wenn du dir dann erlaubst, sagen zu können, ey, ich bin so unzufrieden, dann hast du eindeutig irgendwas falsch gemacht. Oder nicht die richtige Denkweise. Ist ja auch mal immer sehr häufig so der Fall, ne? Die Leute sehen das dann häufiger ganz anders aus ihrer Sicht als von jemandem, der vielleicht anders auf die Dinge guckt. Zu schnell reich werden kann für viele schnell in übermäßigen Konsum enden und dann merken die, dass Konsum dich nicht glücklich macht
Ja, das ist immer so dieses, das ist halt dieses menschliche Ding, ne? Du hast halt, ja, du willst alles haben, aber wenn du es hast, dann ist es nichts mehr wert. So. Und dann willst du immer wieder dieses Glückshormon ausgeschüttet haben, weil du dir halt, keine Ahnung, was weiß ich, ein teures Auto holst oder eine teure Uhr und das erfüllt dich dann vielleicht für einen kurzen Moment und so und du willst das immer wieder haben und immer wieder haben, aber irgendwann hast du alles und dann verspürst du vielleicht gar nicht mehr so dieses Glücksgefühl, was du anfangs hattest und dann, ja, tauchst du halt in so eine tiefe, unglückliche Phase in dein Leben ein. Man kann das schon irgendwo nachvollziehen, so, ne? Aber ich glaube, das geht auch halt wirklich, wie du schon sagst, damit einher, dass Leute heutzutage in Social Media einfach zu schnell wachsen können. Und nicht so dieses gleichmäßige peu à peu, dass man so, ne, Stück für Stück immer größer wird, sondern von jetzt auf gleich in der Generation von TikTok, wo du, keine Ahnung, mit einem, weiß ich nicht, irgendwie eine Ameise filmen kannst, da irgendwie eine lustige Zirkusmusik runterpackst und das hat 3 Millionen Views oder so. Ja, und in solchen Zeiten kannst du halt eben extrem schnell, extrem erfolgreich werden und dieses ganz, ganz schnelle Mäßige, ich glaube, das verkraften auch viele nicht. Und dann sehen die das vielleicht auch zu sehr als selbstverständlich an. Viele unterschätzen auch die Selbstständigkeit. Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn du vorher noch bei einem Arbeitgeber gearbeitet hast, wo du dich halt immer darauf verlassen konntest, dass das Geld reinkommt. Selbst wenn du krank bist, du kannst halt, keine Ahnung, du kannst halt, weiß ich, irgendwie mal 2, 3 Wochen krank machen, kriegst trotzdem dein Geld oder so, ne? Und brauchst dir darum keinen Kopf machen. Aber wenn du das halt nicht mehr hast, dann musst du halt selbst irgendwie zusehen, wie du Geld ran schaffst, auch wenn du krank bist. Du musst halt, wenn du selbstständig bist, halt die ganze Zeit, ne? Das habt ihr ja bestimmt schon mal gehört, selbstständig halt, ne? Das ist nicht so einfach. Und wenn du dann mal, keine Ahnung, gerade auch in einem Beruf arbeitest, wo du körperliche Arbeit machen musst und was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie, ja, was weiß ich, ungünstig du irgendwie mit einem Bein irgendwie aufgekommen bist, keine Ahnung, Kreuzbandriss, zack, bist irgendwie ein halbes Jahr raus. Ja, wo kommt denn das Geld her? Ne? Also, dann hast du keinen Arbeitgeber, der das mal so für dich übernimmt. Das musst du trotzdem irgendwo gucken, wie du über Wasser bleibst, ja, ne? Ich glaube, dass hauptberufliche Streamer auch unter mangelnden Sozialkontakten leiden können. Ja, das stimmt. Ist, glaube ich, heutzutage aber auch ein generelles Problem, ne? Dass, glaube ich, heutzutage viele viel weniger soziale Interaktion mit anderen Leuten haben, als wir das vielleicht zu unserer Zeit gehabt haben, wo das Internet noch nicht so eine extreme Rolle gespielt hat wie heutzutage, ne? Das denke ich, wird auch immer mehr werden. Selbst wenn man Streamer ist oder nicht. Besonders als Streamer oder generell Leute, die sowas wie Homeoffice machen oder so, ne? Die betrifft ja das Gleiche. Die begeben sich ja auch nicht mehr mit sozialen Kontakten großartig, sondern machen alles von zu Hause aus. Das nimmt, glaube ich, immer mehr zu. Es kommt auch auf jeden Einzelnen an, wie der Lebensstandard ist. Wer wenig braucht, ist mit dem zufrieden und wer mehr hat, will auch mehr haben. Das ist auch auf jeden Fall eine gute Weisheit, sag ich mal, die du da ausgesprochen hast. Ne? Es ist halt, ja, sei mit dem zufrieden, was du hast, dann wird dir auch im Leben es an nichts fehlen. Weißt du? Und wenn du nie unzufrieden bist mit dem, was du gerade aktuell hast, dann wirst du auch immer unzufrieden sein, so. Das ist logisch, ne? Aber wenn du einfach zufrieden bist mit dem, was du hast, dann, ja, dann wirst du nie unzufrieden sein. Das ist simpel, das ist. Ich will nur leben. Geld ist der Mittel zum Zweck. Ja, Geld ist halt, naja, man kann es nicht absprechen, ne? Braucht halt jeder, ne? Ich vergleiche halt Geld immer so mit Zeit. So, also das ist so, das geht so mit einher, weil Zeit ist so das höchste Gut, was wir haben. Das ist so die wertvollste Ressource, weil die Zeit ist vergänglich. Was bleibt, ist der Stolz. Aber das ist so,
Ne? Wir haben alle nur eine bestimmte Lebenszeit, die uns keiner wiedergibt hier auf dem Planeten. Und diese Lebenszeit will ja jeder von uns so gut wie möglich nutzen. Ja, weil wir alle haben nur ein Leben, wir alle haben nur eine bestimmte Zeit. Für jeden von uns hier tickt die Uhr. Es ist nun mal so. Und wenn du diese Zeit, diese kurze Zeitspanne von, weiß nicht, 70, 80, 90, 100 Jahren, meinetwegen, ne, hier auf der Erde hast, willst du ja am meisten Zeit damit verbringen, was dir am meisten Spaß macht. Ja, du hast aber nicht so viel Zeit, die meisten von uns, weil die halt eben mit sowas wie, ja, eben Arbeiten beschäftigt sind, um sich halt eben einen gewissen Lebensstandard leisten zu können. Die Miete zu zahlen, Ernährung, vielleicht noch Kinder und so, ne, die man auch noch mit ernähren muss und sowas, ne? Und dann, ja, bist du alleine, keine Ahnung, 5, 6 Tage, jeden Tag schon 8 bis 9 Stunden auf der Arbeit einbezogen, um halt eben das zu machen, warum du es machst, und zwar für Geld am Ende des Tages. Du machst es ja, um dir diesen Standard leisten zu können, den du halt eben hast, so, ne? Und deswegen sehe ich das immer so als Tauschgeschäft. Du tauschst quasi deine Zeit gegen Geld. Ist ja nun mal so, ne? Es ist ja so. Und aber dieses Geld, ja, was du am Ende des Tages haben möchtest, weil du ja eben deine Zeit opferst, sozusagen, dass dieses Geld eigentlich nichts wert ist, ja, und das quasi immer wieder aus dem Nichts erschaffen werden kann von irgendwelchen großen Institutionen, EZB, ne, etc. pp. Ne, das ist eigentlich dieses Perverse da dran. So. Ist ja Geld viel weniger wert vom Stellenwert her als die Zeit, die wir haben, weil die ist halt begrenzt. Das Geld nicht. Das kann immer wieder gedruckt werden. So, ne? Und deswegen finde ich halt, ja, ist dieses Arbeiten gehen halt, wie gesagt, ein Tauschgeschäft. Aber wenn wir halt eben, ja, keine Ahnung, einen Lebensstandard haben, wo Geld keine Rolle spielt, haben wir automatisch mehr Zeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nicht mehr arbeiten gehen müssen, weil wir, keine Ahnung, Multimillionäre sind oder so, ne, dann kannst du dich halt mit deiner kurzen Lebensspanne, die du ja auf dieser Erde hier hast, kannst du dich halt mit den Sachen deutlich mehr auseinandersetzen als jemand, der halt jeden Tag irgendwie auf den Bau gehen muss oder so, ja. Und deswegen, ja, sehe ich das halt immer so als Tausch, so Zeit gegen Geld. Aber eigentlich willst du ja mehr Zeit haben. Aber für mehr Zeit brauchst du halt eben auch mehr Geld. Ne? Das ist halt irgendwo ein Teufelskreis. Deswegen muss ich auch immer wieder sagen, finde ich das so erstaunlich, beziehungsweise weiß ich das so sehr zu schätzen, dass die Leute, die halt da sind, jetzt bei mir auf YouTube oder auf Twitch oder was weiß ich wo, ne, dass die sich die Zeit nehmen für einen, ja, das muss man immer zu schätzen wissen. Dass die jetzt, auch wenn ihr daran jetzt vielleicht im aktuellen Moment jetzt nicht gerade so dran denkt, ne, dass sie halt eben euch, ja, mit den Streams oder Videos auseinandersetzt und halt eben Zeit investiert, um halt zu gucken, was ich halt mache. Und das finde ich ist halt so die höchste, ja, die höchste Danksagung oder Wertsprechung, die man einem geben kann, so, weil ihr halt eben eure wertvolle Zeit damit verschwendet, meinen sinnlosen Content zu konsumieren. Und dafür bin ich euch sehr dankbar. Man muss das zu schätzen wissen einfach. Ja, die Zeit des Menschen auf dem Planeten ist eh begrenzt, genau. Deswegen willst du ja diese begrenzte Zeit halt eben so gut wie möglich nutzen. Leute nehmen doch heute schon Kredite, die sie niemals abbezahlen können. Ja, das ist so für Leute, die. Ey, Melle, danke dir für den Kommentar. Danke dir. Ich glaube, das ist so für Leute, die so ihre Träume erfüllen möchten, weil ich glaube, ich weiß nicht, gibt es viele von euch im Chat hier, die so den Traum haben, irgendwann mal so, keine Ahnung, so eines Tages eigene Familie, dann eigenes Haus haben, keine Ahnung, Kinder, Hund, weiß ich nicht. Weil ich glaube, die meisten, die sich einen Kredit irgendwie nehmen, um irgendwas abzubezahlen ihr Leben lang, das sind meistens irgendwelche Leute, die sich irgendwie mit ihrem Partner zusammengetan haben und dann zusammen einen Kredit nehmen, um ein Haus abzubezahlen, irgendwann, keine Ahnung, wenn sie, ja, weiß ich nicht.
wenn sie 60, 70 sind oder so. Das ist so, glaube ich, das, was die meisten machen, wenn sie irgendwo einen Kredit abnehmen, den sie niemals abbezahlen können. Oder halt eben erst bis zur Rente. Kann man argumentieren, weil auf der einen Seite, die halt eben nicht das Haus haben, die bezahlen halt eben jeden Tag ihre Miete und bezahlen ja so auch, oder nicht jeden Tag, also jeden Monat bezahlen die ihre Miete, aber die das Haus haben, okay, die können vielleicht in ihren 20er, 30ern so, keine Ahnung, die können halt dann schon ein Haus haben, nur die bezahlen halt eben keine Miete, sondern den Kredit ab. Also am Ende des Tages, klar, haben die zwar irgendwo Schulden, was sie abbezahlen müssen, ne? Und du bist dann auch verpflichtet und du kannst dann auch nichts anderes machen, das ist dann deins und du bist dann auch gebunden. Ne? Wer hat das denn nicht? Ja, stimmt. Aber bei den Immobilienpreisen kannst du da erstmal 80 Jahre abbezahlen. Ja, es kommt drauf an, ne? Wo du halt eben bist. Bei uns in MV hier gibt es halt auch viele ländliche Regionen, wo die Immobilienpreise halt noch relativ überschaubar sind, sag ich mal, einigermaßen. Weil du halt eben komplett ab vom Schuss wohnst, ne? Aber du musst das dann auch wollen. Du musst dann auch komplett auf den Acker wohnen wollen, ne? Wo du keine Nachbarn hast oder so. Ne? Also das musst du dann auch wollen. So, dann kannst du dir, vor allen Dingen, wenn du zu zweit bist, kannst du dir dann auch sowas leisten. Ne? Aber wenn du jetzt irgendwo so ein bisschen weiter in Stadtnähe willst, okay, dann musst du die Schere heben. Wieso Traum habe ich schon alles? Kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Das gönne ich dir vom Herzen, dass du schon so weit bist und dir das alles schon erfüllt hast. Nach dem Tod brauchst du auch kein Geld mehr. Das ist auch wiederum richtig, ja. Kreditschulden bleiben konstant, Mieten steigen. Das ist auch ein Punkt, ja. Der ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Bald crasht der Immobilienmarkt sowieso. Das kann nicht so hoch bleiben. Ja, nicht nur der Immobilienmarkt, ne? Der komplette Wirtschaftsmarkt wird, denke ich mal, auch irgendwann bald einbrechen, weil die ja halt auch immer mehr, naja, Amerika und so, die haben halt extrem viele Staatsschulden und es wird immer mehr Geld nachgedruckt und es geht immer weiter bergauf momentan, ne? Obwohl immer höhere Schulden gemacht werden. Da wird es nicht mehr so lange dauern, bis wir dann irgendwann in einer Rezession landen, ne? Ich glaube, das wird nicht mehr allzu lange gut gehen. Aber dann ist vielleicht dann irgendwann wieder die Chance, dass die Zinsen dann wiederum ein bisschen runtergehen, sodass man vielleicht dann gute Einkaufsmöglichkeiten hat, um sich Immobilien zu holen. Ne? Das kann man dann sich wiederum vielleicht eventuell zunutze machen. Komm nach Mönckeberg, neben uns ist ein Haus leer, muss allerdings kernsaniert werden. Oh shit. Das Haus ist jetzt bei einem Immobilienmakler. Leider sind die Zinsen gerade in die Höhe gestiegen. Ja, gerade die letzten 2 Jahre sind die Zinsen extrem nach oben gestiegen. Und werden sie vielleicht auch noch so ein Jährchen oder zwei, aber danach werden sie wieder runtergehen und dann wird wahrscheinlich ein besserer Zeitpunkt zum Einkaufen sein. Denn alle jammern über Zinsen, die waren vor 20 Jahren genauso hoch. Ja, es ist ja ein Zyklus, sag ich mal, ne? Den die Wirtschaft durchläuft. Das ist ja jetzt kein stetiges Steigen und kein stetiges, ne? Es ist ja immer so ein Zickzack, es geht mal hoch und mal runter so, ne? Und es kann sein, dass vor 20 Jahren die Zinsen genauso hoch waren wie jetzt gerade, aber es passiert ja auch, dass die Zinsen ja noch mal höher steigen. Aber wenn zum Beispiel so ein Crash kommt oder wir in eine Rezession gehen, dann werden die auch mal wieder runtergehen, die Zinsen. Und vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, je nachdem, gab es ja auch, wenn man heutzutage sagt, oh, vor, keine Ahnung, unsere Eltern haben sich ein Haus gekauft, da waren die Zinsen so niedrig, die konnten sich das so, ne, jeder konnte sich ein Haus kaufen, ist heutzutage unvorstellbar. Aber die Zeiten kommen ja auch mal irgendwann wieder. Es geht ja nicht immer, es ist ja nicht immer so auf einer Linie, dass man sagt, okay, die Zinsen sind vor 20 Jahren auf einer Linie die ganze Zeit so geblieben. Das geht ja immer auf und ab. Je nach Zinsbindung kannst du auch dieses Zinsen von 2010 haben. Das kommt natürlich auf den Kredit an, der natürlich. Ne? Heute musst du ja alles anlegen, damit du Inflation noch ausgleichen kannst. Ja, alles Mögliche versuchen dagegen anzukämpfen. Ne? Dass du zumindest auf plus minus null bleibst. Denn meine Altersvorsorge ist, Euro-Jackpot zu spielen. ich kann euch nur so viel sagen. Verlasst euch nicht darauf, irgendwie in die Rentenkasse einzuzahlen oder irgendwie, keine Ahnung, euch hauptsächlich nur darauf zu verlassen, dass irgendwie die Rente, wenn ihr später mal in der Rente seid, dass die ausreicht,
dass ihr über die Runden kommt. Ich sehe es jetzt schon anhand von meinen Großeltern, die wirklich ihr Leben lang hart gearbeitet haben, die das Land auch hier wieder mit aufgebaut haben, die mit ihren eigenen Händen was geschaffen haben. Und diese Generation, ja, die so Ü 60, 70 sind, so, ne, die werden heute so angespuckt von diesem Staat, weil die kaum, die waren ihr ganzes Leben lang nie arbeitslos gewesen, die haben ihr ganzes Leben lang jeden Tag gearbeitet. Die haben keinen einzigen Tag auf der faulen Haut gelegen, ja. Und die kriegen extrem wenig an Rente. Die müssen ihre beiden Renten zusammenpacken, dass sie ihren Haushalt gewuppt kriegen, so, ne? Mit Miete, ja, dann die Nebenkosten, ne? Autorechnung, laufende Kosten, alles, was man halt so braucht, ne? Wenn du nur eine Miete, eine Rente von den beiden nehmen würdest, dann würde das gerade so vielleicht für die Wohnung ausreichen, so. Dass du dir dann noch, keine Ahnung, vielleicht so 300 oder 200 Euro auf die Seite legen kannst. Es ist wirklich, da kriegt man das Kotzen. Altersarmut ist in Deutschland wirklich ein großes Thema und ich finde das einfach nur erbärmlich, muss ich sagen, dass, weiß ich nicht, dass wir eigentlich in so einem wohlhabenden Land sind, der Wohlstand eigentlich schon extrem groß ist, aber auf die Rentner so wenig gegeben wird, die eigentlich so viel für das Land getan haben. Aber Hauptsache, sobald du eben nicht mehr arbeiten gehst, ja, und raus bist auf dem System, dann wird ein Scheißdreck auf dich gegeben, so. Und deswegen kann ich euch nur sagen, das wird auch in Zukunft nicht besser. Und egal, in welchem Altersabschnitt gerade ihr euch befindet im Leben, versucht für euch selbst vorzusorgen, weil sonst macht es keiner für euch. Ja, das kann ich euch nur so mit auf den Weg geben. Ansonsten ist das echt bitter, was hier in Deutschland abgeht. Das kann man mal nur so sagen.